Ladies and Gentlemen und herzlich willkommen zu einem neuen Wochenvlog in dieser wunderschönen sonnigen Woche. Das ist unfassbar gut, dieses Wetter. Und wie ihr seht, guck mal, ich habe eine neue Sonnenbrille. Eine Sonnenbrille in meiner Sehstärke. Das ist ganz, ganz cool. Großartig, eine großartige Erfindung. Und eine absolut neue Erfahrung für mich, mit Sonnenbrille Auto zu fahren. Soll man nicht glauben, aber es ist tatsächlich so. Ich habe mich dazu entschlossen, euch heute mitzunehmen und die ganze Woche wieder mitzunehmen auf meiner Reise durch dieses Leben. Denn ich habe ein paar Dinge vor, ein paar Kleinigkeiten und vielleicht habe ich einfach mal wieder Lust zu vloggen. I don't know. Es wird ganz cool, glaube ich. Mal sehen. Ich habe viel geplant, ob ich diese Dinge auch umsetzen werde. Werden wir sehen. Ich habe jetzt auf jeden Fall erstmal Mittagspause und werde jetzt was mir zu snacken holen und noch für eine Kollegin zum DM kurz reinflitzen. Und dann muss ich mal gucken, dass ich heute nach der Arbeit mein Auto wasche. Das wird super cool. So, Ladies and Gentlemen, ich fahre jetzt in die Waschanlage und es ist tatsächlich gar nicht so voll, wie ich befürchtet habe. Also ich dachte, bei so einem schönen Wetter wäre mehr los. Aber halb so wild tatsächlich. Also das wird, glaube ich, ganz angenehm heute. Das wird nice. Okay, Ladies and Gentlemen, Planänderung. Es gab jetzt leider doch keine Fahrt durch die Waschanlage, weil die dort nur Bargeld nehmen und es ist Monatsende und ich habe gerade erst Geld bekommen, also habe ich kein Bargeld in der Tasche. Ich kriege zu viel, Mann. Warum ist das denn so? In was für einem Jahrhundert leben wir denn hier? Wo man nicht mit Karte zahlen kann. What the fuck? Warum? Ich hasse alles, ne? Ich bin schon wieder so auf 180. Ich habe keinen Bock mehr auf gar nichts hier. Ah, ich hasse sowas. Also, Ladies and Gentlemen, folgende Sache. Ich habe jetzt gedacht, ich habe mich jetzt so ein bisschen vor meinem Ärgernis mit der Waschanlage erholt und dachte mir jetzt so, okay, jetzt musst du trotzdem den Tag nutzen und baust die Palettenbank auf, die du letzte Woche gekauft hast. Also ich habe mir letzte Woche beim Action eine Palettenbank gekauft und ich habe jetzt tatsächlich das erste Mal diesen Karton aufgemacht und ich bin ein bisschen überrascht. Also, so soll diese Bank aussehen, wenn sie denn fertig ist. Und ich dachte mir so, okay, der Karton, der ist ein bisschen kleiner, als dass sie da komplett drin sein könnte. Deswegen sind da vielleicht, ist es vielleicht ein bisschen aufgeteilt, ne? Aber, womit ich nicht gerechnet habe, ist Folgendes. Pass auf, ich klappe sie mal auf. Du. Das Ding ist komplett in alle Einzelteile auseinandergebaut. Jedes einzelne fucking Brett. Hilfe! Warum? Warum ist dieser Tag so? Er hat doch so gut angefangen. Und weil es noch nicht genug ist, dass ich jetzt jedes einzelne Brett irgendwie zusammenschrauben muss, habe ich mir jetzt gerade diesen Bauplan angeguckt. Und Halleluja! Ich werde bis mindestens Ostern damit beschäftigt sein, einfach diese ganze Scheiße überhaupt mal erstmal zu sortieren. Warum? Kann mir mal bitte jemand erklären, wie ein Tag wie heute, der so unfassbar gut angefangen hat, mit unfassbar schönem Wetter und guter Laune meinerseits. Ich war ausgeschlafen, ich habe gut gearbeitet heute und ich hatte einen wirklich guten Tag, ja? Wie kann so ein Tag, so ein guter Tag, zu so einem Scheißhaufen werden? Also ganz im Ernst, ne? Nicht nur die Sache jetzt mit der Waschstraße, ne? was mich unfassbar geärgert hat, aber das habe ich überwunden. Und jetzt wollte ich mir was Gutes tun und wollte diese scheiß Palettenbank da hinten zusammenbauen, ja? Jetzt habe ich, man sieht den Teller da auf dem Holz da liegen. Ich habe jetzt in mühseliger Kleinstarbeit, ja, ich zeige das mal hier, habe ich da, kann man das sehen? Alles abgehackt, was ich da habe, ne? Und die Sache ist jetzt die, ich habe 6 Schrauben, die diese Schrauben hier sein müssten, die aber aussehen wie diese Schrauben, aber von der Länge her passt das nicht. Also gehe ich davon aus, dass es diese Schrauben sind. Deswegen habe ich ein Fragezeichen gemacht. Und diese 2 Schrauben und diese 2 Schrauben, die fehlen mir.
die fehlen einfach. Da sind 1 Million Schrauben drin und 4 Schrauben fehlen. Und die sind total essentiell leider, um diese Bank zusammenzubauen. Was mache ich denn jetzt? Jetzt ist mit den ganzen Lockdown-Regelungen, ich weiß überhaupt nicht, komme ich jetzt mit einem Termin bei Obi rein oder gar nicht oder einfach so? Ich weiß es doch alles nicht. Es ist einfach alles so total verwirrend mit diesen ganzen Regelungen und Aufhebungen von Regelungen. Ich habe so Kopfschmerzen, ne? Von den ganzen Tag mich aufregen. Das ist so zum Kotzen. Ich habe mich so darauf gefreut, diese Bank jetzt fertig zu bauen und jetzt geht es nicht. Muss ich erst irgendwie zum Obi mir diese Schrauben kaufen? Ich hoffe, ich kann die da irgendwie ersatzweise mir kaufen, weil Obi müsste ja eigentlich alle Arten von Schrauben haben. Also hoffe ich, dass der solche Schrauben hat. Ansonsten weine ich. Guten Morgen, Ladies und Gentlemen. Es tut mir so leid, dass ich jetzt so blöd lache. Also, wie es scheint, ist mir mein gestriges Glück auch heute noch hold. Ich wollte gerade voller Stolz verkünden, dass ich mir gestern einen Termin gemacht habe beim Obi, um mir diese blöden Schrauben nachzukaufen für diese Palettenbank. Und während ich diese Idee hatte, ist mir eingefallen, dass ich diesen Notizzettel, den ich mir dazu gemacht habe, damit ich auch ja weiß, welche Schrauben ich kaufen muss, weil ich habe davon überhaupt keine Ahnung von sowas. Besagten Notizzettel habe ich zu Hause auf meinem Schreibtisch liegen lassen. Ich habe auch jetzt Bargeld abgeholt, damit ich heute in die Waschanlage fahren kann. Diesen Fehler mache ich nämlich nicht zweimal. Und dann werde ich hoffentlich ein bisschen mehr Glück haben mit dieser Bank und mit meinem gewaschenen Auto und so. Jetzt muss ich erstmal arbeiten. Wir sehen uns später. Cheerio. Ladies und Gentlemen, heute geht's in die Waschanlage. Hurra! Darf ich? Okay, ich darf. Hurra! Es geht los! Yay! Mein Auto ist jetzt wunderschön und glänzend und sauber
Und der nächste Regen kann kommen. Hurra, ich war in der Waschanlage. Das ist eigentlich immer ein eindeutiges Zeichen dafür, dass es am nächsten Tag regnet. Das ist genauso wie wenn ich die Fenster putze, dann regnet es auch immer am nächsten Tag. Garantiert. So, ich war jetzt beim Obi auch und habe mir meine fehlenden Schrauben für meine Palettenbank geholt. Wir hatten leider nicht genau die Schrauben, die jetzt da in diesem Baukasten hätten drin sein müssen. Solche gab es leider nicht. Ja, ich hoffe, dass die, die ich da jetzt geholt habe, dass das trotzdem damit funktioniert. Wenn nicht, dann weine ich und schmeiße das ganze Ding auf den Müll. Keine Ahnung, I don't know. Ich werde einfach ausrasten. Einen wunderschönen guten Morgen, Ladies and Gentlemen. Heute ist Karfreitag. Heute ist Karfreitag, oder? Oh Gott, warte. Ich muss nachgucken. Doch, es ist Karfreitag. Und aus unerfindlichen Gründen bin ich heute um kurz vor 6 wach gewesen. Also so richtig hell wach und ich weiß nicht warum. Und deswegen bin ich dann aufgestanden und habe ein bisschen Thumbnails gebastelt für meine nächsten YouTube-Videos, welche aktuell so kleine Zusammenschnitte aus meinen Twitch-Streams sind, aus den Retro-Streams. Und ich muss sagen, boah, ich bin so, so unfassbar schlecht in solchen Thumbnails herstellen, bearbeiten, machen. Ich kann sowas einfach nicht. Ich bin Bürokauffrau und kein Mediendesigner oder so. Ich kann sowas einfach nicht. Also falls jemand da draußen ist, der sowas kann, der sowas für mich machen würde, er möge sich bitte in den Kommentaren bei mir melden. Es ist eine Katastrophe. Naja, ich hoffe, ich baue darauf, dass die Leute die Thumbnails so trashig finden, dass die schon wieder lustig sind. I don't know. Naja, auf jeden Fall habe ich das jetzt gemacht. Morgens um 6 Uhr ist eigentlich auch eine ziemlich coole Sache. Und ja, ich weiß, meine Haare sehen unfassbar fettig und scheiße aus. Aber ganz im Ernst, ich habe Urlaub. Ich lasse meine Haare einfach jetzt im Moment Haare sein bis zum nächsten Stream. Weil das tut dir auch mal ganz gut, mal nicht gewaschen zu werden. Ich habe gestern das Objekt der Begierde bekommen für meine nächsten Streams. Ich hatte mir was Neues ausgedacht. Ich möchte mal was anderes als nur Gaming-Streams machen. Und ich bereue es jetzt schon so sehr, dass ich es angeteasert habe. Ganz im Ernst. Ich habe mir nämlich gedacht, ich möchte Kunststreams machen. So ein bisschen malen. Und das sage ausgerechnet ich, ja, der in Kunst immer eine 5 hatte, weil ich nie irgendwas auf die Kette bekommen habe. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache irgendwas Leichtes, weil ich kann selber nicht malen. Ich kann Strichmännchen im besten Fall. Und deswegen dachte ich mir, ich mache es so richtig, richtig ultra kreativ und mache Malen nach Zahlen. Und habe mir verschiedene Bilder ausgesucht, die sehr schön waren. Und ich dachte mir so, boah, das ist ja bisher Ewigkeiten mit beschäftigt. Und dann habe ich eins gefunden, so ein Motiv, wo ich mir dachte, das würde vielleicht meiner Mutter sehr gut gefallen, wenn es dann irgendwann mal fertig wird. Und es sieht auch nicht so dramatisch schwer aus. Und dann habe ich mir dieses Bild angeguckt, also dieses, was man dann zum Ausmalen hat. Und ich denke mir so, ist vielleicht doch ein bisschen komplizierter. Das wird nämlich dieser Löwe hier. Eigentlich sollte es nicht so dramatisch schwer sein. Aber es sieht dennoch irgendwie erstmal ein bisschen herausfordernd aus. Aber nichtsdestotrotz werde ich es mal versuchen, mich so in 2-3 Streams vielleicht ein bisschen künstlerisch hoffentlich austoben. Mal gucken, wie es mir so gefällt und wie es euch so gefällt. Schaut auf jeden Fall auf meinen Twitch-Kanal vorbei. Ich werde euch den Link hier einblenden, wie immer. Man kennt es ja. Das Gelb, das deckt auch nicht so geil, ne? So ein bisschen. Ja, muss man dick genug machen, dann geht das. Das hat keiner gesehen. Oh, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Was ist denn los mit mir? Warum bin ich so? Das kann doch nicht... Mann, oh, Scheiße!
Sag mir das mal einer. Scheiße. So, Ladies and Gentlemen, ich habe soeben meinen ersten Kunststream beendet. Es ist irgendwie lustig gewesen. Ich, alter Grobmotoriker, der in Kunst immer eine 5 hatte, fängt jetzt an zu malen on stream. Hurra! So sieht das aus, was wir bzw. ich heute im Stream geschafft haben. Ein bisschen die Löwenaugen gemacht und ein bisschen hier und da. Also ich muss sagen, für 3,5 Stunden sieht das natürlich irgendwie nicht besonders viel aus. Aber ich bin hochkonzentriert bei der Sache, muss ich sagen. Also das ist irre. Und ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich so unfassbar viel Spaß macht, so ein blödes Malen nach Zahlen zu machen. Ich habe das ja seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Das kann man ja schon tatsächlich sagen, dass ich seit Jahrzehnten nicht mehr gemacht habe. Das letzte Mal war ich vielleicht 9 oder 10 oder so. Das ist also schon lange, lange Zeit her. Und das macht eigentlich ziemlich, ziemlich großen Spaß. Und deswegen freue ich mich auf die nächsten Streams, wo wir das weitermachen werden und hoffentlich auch in naher Zukunft vollenden werden, weil das nämlich ein Geschenk für meine Mama werden soll. Deswegen hoffe ich, dass ich das bis zu ihrem Geburtstag fertig bekomme und ansonsten muss ich es halt danach schenken. I don't know.